Also, Teleportationsstationen funktionieren. Jetzt kann ich dir auch helfen. Ich muss eben ein bisschen aufräumen bei mir. Wo bist du denn gerade? Wo bist du denn gerade? Du bist ja, da oben. Im Allgemeinhaus. Also das hier ist das Haushaus. Im Bauhaus. Du bist im Bauhaus, genau, das ist das allgemeine Haus. Achtung, es kommt ein lustiges Geräusch. Ah, Birkstoff. Ja. Ich habe jetzt mein Weinchen. Ich habe mal drauf mein. gekommen. Mein Bier heute. Oh. Kein Birkstoff, es kommt aus einem anderen Teil von Deutschland, aus Bayern. Aber die haben auch Hackopfer. So, wir brauchen kein Holz. Kaktus Genau. brauchen wir auch nicht. Clancy-Meter brauchen wir auch momentan nicht. Eisblock brauchen wir auch nicht. Das Zeug. Du hast die Rüstung ja eh schon, genau. Das heißt, das packe ich jetzt erstmal hier rein. Dann habe ich jetzt erstmal wieder genug von. Damit Hubi sich auch dann eher Munition basteln kann. Oder ich Hubi Munition bastel oder was auch immer. Aber. Habe ich ja in meinem Dressur noch zufällig. Nee, kein Sand. Sand. Aber ein Bild habe ich. Du bist wie Sand. Überall und immer da. La 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 la. So, dann ziehe ich mir jetzt erstmal meine Range-Klamotten an. So. Mal gucken, was das für einen Set-Bonus gleich gibt. Das gibt einen Set-Bonus von 20% Chancen, keine Munition zu verbrauchen. Das ist natürlich bei Mini Shark, der eh schon 50% hat, plus eine Munitionsart, die automatisches Ziel sucht, super geil. Und vor allem habe ich noch einen Raketenwerfer dabei. Nee, habe ich nicht dabei, aber den würde ich noch mitnehmen. Na, Granatwerfer. Der Raketenwerfer habe ich noch gar nicht gehabt. Den wollte ich eigentlich mit Hubi dann mal farmen gehen. Apropos farmen, siehst du. Bin Farmer, geboren auf dem Land und melke Kühe. Ich kriege keine Frau. Ja, oh Mann, ja, diese. Ich auch mal hier. Pump up den Jam, Pump hoch, wie hieß Ja, das? Wie war das nochmal? genau. Pump Pump ab, hoch ey. den Jam. Und ne, Pump hoch das Pump. Bier. Oh mein Gott. Pump hoch das Bier. Pumpe so. Oh boy. Waffen, den Flamethrower brauche ich auch nicht. Oh, Blood Moon ist wieder da. Zur Abwechslung mal wieder. Der kann aber was droppen. Das ist eigentlich ganz cool. Oh, ich höre schon Der wieder richtig Blut. komische, creepy Musik. Ja, der gute Blutmond ist wieder da. Ah, nee, okay. Den hatten wir ja schon ein paar Mal. Gleich haue. Ja, können ja alle nichts. Können einfach hier oben bleiben. Dann ist irgendwann vorbei. Genau. Du, du, du. Du, 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 du. Aber ich glaube, der Blutmond ist der mit den. Genau, Werwölfen und Zombies. Richtig. Wenn die hier reinkommen, müssen wir sie halt wegballern, ansonsten ist es auch Ja, egal. und hier. Die kommen eh nicht so leicht hier hoch. Wobei. Abend. So, Wisp in a Bottle habe ich noch. Unholy Trident, wo kommt denn das Ding her? Ich könnte hier mal wieder ein bisschen Farbe Summons the herstellen. Devil's Trident. Oh, okay. Sky Blue Dye. Was macht denn das an? Grüne Items, was sagen? Was ist grün? Ja, es ist wie Ach in so, WoW. okay. Mal gerade mal ganz kurz die Geschichte hier ausprobieren. Mal kurz mal ausziehen. Ist ja eh nur. Au! Aua, Was war das denn? irgendein doofes Mach die Tür zu, Auge. Tür zu, Tür Es zu! zieht. Tür zu, es Oh. zieht! Das sieht mir jetzt so schlecht, weil der blöde Mond da ist. Aber Sky Blue ist hübsch. Das ist, behalte ich mal. Das ist ganz cool. So, ziehe ich wieder meine Spectre-Klamotten an. Die sehen so viel cooler aus als andere. So. Ja, ich bin ein Spectre. Inspector. Inspektor Isel. Ich bin Inspector bin ich. Ich habe noch Mushroom Seeds. Siehst du mal. Warum ist der Typ da unten nicht eingezogen? Aber nachgucken gehen hier. Zack, zack, zack. Bin ich auf Zack. Ach, da ist er was. Ja, weg da. Weg, 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 weg. Ja, weg da. So. Ja, ist auch schon die Tür offen. Unglaublich. So. Ach, da unten hat der Gnaddel ja angefangen zu bauen. Stimmt, da war ja was. Gut, also der hat sich hier nicht. Ist hier nicht eingezogen, die Sau. Aber es ist definitiv. Eine Pilzdingsbums, die Musik hat sich geändert. Das ist schon mal das gute Indiz dafür, dass wir richtig sind. Vielleicht muss ich das dann noch ein bisschen weiter ausbauen. Jetzt. Böse. Nein, er hat meinen Goldfisch getötet letztens, der Sausack. Ja, genau. Den eingeschlossenen da. Ja. Der war so lustig. Der Dubstep. Geh mal die Tür zu und so. Dubstep, Goldfisch. Ja, der Dubstep Goldfisch. Das ist ja unglaublich hier. So, dann nehmen wir den ganzen Pilz hier mal mit.
Ich brauche noch etwas Clay. Clay. Ja. Ja. Also gar nicht, kein groß. Also mein ganzes Zeug war ja auf der alten Map. Ja, jetzt ist der Blutmond natürlich wieder ein bisschen im Weg. Jetzt muss ich hier hinten mal gucken. Das ist kein Clay, das ist als Erde. Erde ist doof. Weil auf Erde wächst, glaube ich, nichts. Und Sand haben wir keinen, ne? Hast du geschaut und zufällig was gesehen? Musst du gucken in Kisten und so. Wenn du nichts hast, dann musst du einfach mal die Dingsen eh abgelassen, die Meere. Dann kannst du einfach zu den Meeren rüber. Hast ja jetzt gute Verteidigung und so. Ja, okay. Ja, ohne dich geht's so. Sieht so ein bisschen aus, als ob ich pissen würde momentan, wenn ich das mache. Nee, ernsthaft? Ich brauche auf jeden Fall Clay. Mann, wo findet man denn Clay jetzt hier wieder? Ja, also die Truhen sind leer hier, müssen irgendwo andere Truhen noch da sein. Dann muss ich halt mit der groben Kette mal wieder haushalten hier, sehe ich jetzt schon. Oh. Werwölfe. Ich sag doch Werwölfe. So. Ja, ich geh mal auch mal. Was gehst du? Du gehst pissen? AFK. Dein Bier jetzt schon wegbringen. Unglaublich. Ja, und schmeiß noch Sachen runter. Aber die selbstfindende Munition ist schon sehr nice, muss ich sagen. Also wenn ihr mal was haben wollt, dann müsst ihr einfach nur hier diese Chlorophyt-Singer umarbeiten. Allerdings verbraucht sie das auch saumäßig schnell bei dieser Waffe. Dementsprechend ein bisschen aufpassen. Aber es macht unheimlich Laune, muss ich sagen. Bastel mir gleich noch ein paar mehr. Hat das Haus bestützen. Der will ja heute nicht, der hat ja Zahnschmerzen, die Pussy. Und er war mal Zahndoktor und sträubt sich deswegen. Das wäre für mich genau deswegen ja noch ein Grund, überhaupt hier mitzumachen. So, jetzt machen wir es folgendermaßen. Jetzt bauen wir das nämlich hier ab und treiben den Knorker noch richtig zum Wahnsinn. Ich treibe den Knorker zum Wahnsinn. So. Da. Du hast die Hände nicht gewaschen, ich weiß es ganz genau. Ja, wie schnell, Peter. So, jetzt habe ich hier anscheinend irgendwo Clay. Da ist Clay. Hey, Clayton, wie geht's denn so? Claymore. Ich bringe Hubis Haus durcheinander im Übrigen. Das mach ich regelmäßig sehr gerne. Mit und ohne. Weißt du, was wir machen könnten? Wir könnten ihm ein paar Streiche spielen, wenn er nicht da ist. Problem ist nur, er sprengt wahrscheinlich unsere Sachen in die Luft. Das ist dann nicht so gut. Ja, das ist ja gemein. Ach, verständlich. Ja. Ich würde es mir zutrauen. Das ist ja das Schlimme daran. Eigentlich bist du der Sprengmeister. Naja, das ist schon richtig. In dem Sinne hast du natürlich recht. Wo sind meine Samen? Oh, das will ich gar nicht wissen. Ah, da. Oh, nee. Wieso kann ich nicht da anbringen? Das ist doch doof. Muss ich zwei Reihen reinbauen? Kann das da einmal probieren hier? Ich mache jetzt Hubis Sachen kaputt. Ist das nicht schön? Der wird mich beißen, wenn er das sieht. Warte mal hier, das muss doch irgendwie gehen. Siehst du, wo ich gerade bin? Ah, man kann das nicht bauen. Jetzt habe ich es so kaputt gemacht. Ups. Nein, sehe ich gerade nicht. Okay. Ach, dann mach das schon wieder ganz. Irgendwann. Nein, ich sehe nicht, wo du bist, aber ich muss mal gerade hier. Warte mal. Ich bin wohl im falschen Truhenlager. Verflixte Axt nochmal. Die ganzen blöden Viecher gehen auf den Sack. Okay, dann baue ich hier jetzt einfach nochmal alles platt. Nein, geh weg jetzt hier. Er wird bald. Weiß sein, der blutige Mond. Ich hoffe, das ist echt, als hätten hier mindestens 20 Jungfrauen ihre Tage. Ja. Hä? Keine Frage, haben Tage. Hä? Bumm? Das war nicht ich. Da ist irgendwas explodiert. Ich hab nichts gehört. Muss in deiner Nähe gewesen sein. Ja, yeah, war's auch. Ich frag mich nur, warum. Weil, ja. So, was, lass mal weg, das sind zwar beide Türen weg, ist egal. Jetzt ab! Haut ihr jetzt ab! Weg. Die nerven nicht, die dir bauen, Mann!
Ist ja unglaublich. Ein Clown, ach der, oh, der böse Clown, du erinnerst dich? Ja, der böse Clown war hier gerade. Ich habe ihn zum Glück erledigt. Der hat vorhin was da hinten in die Luft gejagt, auf jeden Fall. Ja, diese Werwölfe, die noch von oben runterfallen. Achso, falsche Richtung, ups. Nein, ich wollte ja eigentlich noch ein bisschen weiter das Mushroom Kingdom ausbauen. Du bist die Badgers nicht und die Snakes. Verstehe ich nicht. Aber hier sind überall Werwölfe andauernd. Kennst du es nicht mehr? Nein, kann ich noch nie. Oh, okay. Ich bin ja. Weg. So. Ah, ist ein Zylinder fallen gelassen. Falls du irgendein Vanity-Item à la Zylinder haben willst, der liegt hier rum. Ich habe meine tolle Turtle-Rüstung. Die will ich eigentlich nicht mit irgendwas übertünchen. Übertünchen nennt ihr das? Jetzt weg! Na, erstmal Prost. Was ist das da? Ist das ein Shackle? Ah, ist ein Shackle. Brauchen wir jetzt momentan eh nicht. Mann, ich will in Ruhe bauen! Können wir hier auch alles ins Bett legen und dann die Nacht skippen können? Das ist ja praktisch. Nein, kann man. Ja, das ist ja schön, aber es wird gerade Tag, ich höre es schon. Unglaublich. Weil ich hier ja eigentlich noch ein bisschen böse bauen möchte. So, wo sind die Meere? Rechts, links? Rechts und links. Ah, okay. Ist doch immer so. Ja, muss ich mal finden. So, baue ich mich jetzt hier erstmal so fest und dann mache ich hier. Höhle ich jetzt quasi den Baum aus. Er wird mich hassen. Ich weiß es jetzt schon. Er wird mich so hassen. Aber es ist mir egal. Weil ich will ja. Ah, nein, das will ich nicht. Ich will ja. Das vorsichtig. Ja. Vorsicht. So. Bisschen aushöhlen. Höhlen. Hat Höhle gesagt. Nein. Oh, einmal das Verrutschen hier. So. Das hat einen Grund, warum ich das hier mache. Weil ich pflanze jetzt hier was. Und zwar pflanze ich hier, wenn ich die Samen wieder finden würde, da sind sie, noch mehr Pilz. Was ein immer noch nicht Pilz. Geht. Warum kann ich hier keine Pilze pflanzen? Also keine Sporen pflanzen? Can be placed. Warum geht das nicht? Sag doch mal. Ja, falscher Boden. Aber ich muss doch auf Clay bauen. Nee. Oder? Ja, nicht. Ich? Auf Erde? Rutschig. Muss ich auf Erde bauen? Keine Ahnung. Du bist der Pilz-Spezialist. Warte mal kurz. Auf Matt muss ich bauen, ich Depp. Auf Matt. Kein Wunder, Entschuldigung. Also, das ist ja kein Wunder. Ja gut, dann nehme ich den Matt-Block. Da ist ja ganz viel hier unten, ist ja kein Problem. Ich habe ja alles mit Matt voll gemacht. Dann ist ja klar, dass das auch nicht funktioniert hat, wo ich es vorher schon bauen wollte. Aber das kann man ja alles reparieren. Ist ja kein Problem. Muss nur dann die untere Seite wieder... Oh, jetzt wächst es auch noch unten. Lustig. Eichhörnchen! Muss Eichhörnchen töten. Bevor ich das Eichhörnchen töte, werde ich jetzt tatsächlich das machen. Eichhörnchen! Oh, das ist süßes Eichhörnchen. Oh, Entschuldigung. Jetzt ist es tot. Der Eichhörnchenmörder. Ja. Der Mörder der enterbten Eichhörnchen. Nein! Ich mache ja alles kaputt. Hubi, wo bist du? Halt mich davon ab. Warum bist du nicht hier? Scheiße. Das sieht nachher total dämlich aus, aber wenigstens wird es dann wahrscheinlich alles ziemlich pilzig sein. Pilzig. Pilz. Ich glaube, ich weiß, was ich mache. Oh, er wird mich so hassen dafür, wenn ich das mache. Oh mein Gott. Ich bin gespannt. Dafür brauche ich aber mehr Pilzsporen. Ich werde sein Haus mit Pilzen. Genau, ich werde sein Haus in Pilze verwandeln. Ja. Schaden. Oh. Weiß ich nicht. Jetzt geht's. Ah, schön. Ist das schön. So. Jetzt muss ich das hier noch aushöhlen. Das machen wir direkt schon mal so ein bisschen hier. Darfst du nicht zu sehr aushöhlen. Mit diesem roten oder dunklen Boden nehme ich Schaden. Bist du nach rechts oder du bist nach links gegangen, ne? Links, ja. Ja, das ist dieses, das ist halt Dings, wie heißt es doch gleich wieder, Meteorit. Ah, okay. Das ist noch aus der, das macht aber eigentlich nichts, das ist ja, also das ist echt nicht schlimm. Ja, aber wenn du es halt nicht rechtzeitig merkst, dann irgendwann... Ja, Hubi hat auch keine Verteidigung mehr dagegen gehabt. Jetzt brauche ich mehr Pilzsporen eigentlich. Ach, hier liegt eine Murderous Zombie Hand, habe ich jetzt als Waffe.
Murderous Zombie. Bedeckt. Hand. Hand. Ja, und ein Brisk Shackle brauchen wir auch nicht. So, jetzt den Dirt Block, den packe ich dann wieder da eins. Ja, dann brauchen wir nämlich hier auf der Ebene. Dann machen wir ja zu. In der Pilzwelt hier, ah, Hilfe. Höher. Ja, ich auch momentan. Höher. Da haben wir noch eine Fackel meinetwegen reinbauen hier, so zack, da. Da. Machen wir auch zu. Da machen wir auch wieder zu. Auch zu, auch zu. So. Wächst ja eh irgendwann zusammen. Sand, sehr schön. Ist immer überall und so. Und immer da, genau, so war das. Ja, ich brauche mehr Samen, definitiv. Oh, und was cool ist, du musst es nicht bei den kleinsten Absätzen nicht springen, sondern der läuft automatisch, läuft deine Figur über diese kleinen Absätze rüber. Mir fällt gerade ein, du bist nach links gelaufen. Geflogen. Ja, ich hätte auch einen Teleporter nutzen können, richtig? Ich wollte gerade sagen, wir haben einen Teleporter bis ans Ende, also zumindest bis zum Dungeon. Ja, genau. Noob! Noob, 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 noob. Ich wollte eh mal sehen und mal die Karte weiter aufdecken, von daher... Ja, die Ausrede jetzt wieder. Ich muss... Achso, Ne, passt ja schon. So, dann baue ich da oben auch noch ein bisschen Pilz, Dings hin. Ich meine, es passt ja, ne? Er hat ja eh, Pilz. Er trinkt zumindest gerne Pilz. Ja, sagt er, also unter der Woche wäre er immer da. Er ist auch eigentlich da. Er ist auch, nur er reagiert halt nicht. So, ich brauche dringend noch Pilzsporen. Wo kriege ich die jetzt auf einmal her? Die gewinnt man aus den Pilzen, ne? Ich weiß, ja, man findet sie immer wieder im Gras und so, wenn man in den Pilzregionen unterwegs ist. Okay, was ist denn die Chance? Vielleicht mal schauen. Ich habe hier nochmal eine Pilzstation gebaut, aber ich finde halt unheimlich viele Pilze, aber keine Pilzsporen. Kann mal gucken, ob ich die vielleicht doch herstellen kann, aber meistens, eigentlich ist es nicht so. Ich kann eigentlich alles Mögliche herstellen. Holzrüstungen, Mushroom Wall, also ich brauche sowieso eine Mushroom Door, kann ich schon mal mitnehmen eigentlich. Brauche ich auf jeden Fall eine davon. Dann brauche ich Mushroom Walls ein paar. Leiser machen so laut. Ach, geht davon hier aus nicht. Das brauchen wir auch nicht, das brauchen wir nicht. Mushroom Chair brauche ich auf jeden Fall auch. Was werfe ich denn noch weg? Die Living Deep brauchen wir noch. Zu viel von dem Zeug kommt auch weg. Und eine Mushroom Workbench. Ja, ein Table. Stimmt. Ach, da steht ja gar kein Tisch, glaube ich, unten. Das, daran kann es liegen, dass der nie gespawnt ist. Ich habe gar keinen Tisch reingebaut. Moment. Stimmt das? Dass die eingezogen ist. Ja, wobei, der ist ja auch eingezogen hier. Der hat ja auch keinen Tisch, der hat nur eine Workbench. Ich baue einfach ein zweites Häuschen. Nee, doch, da ist ein Tisch drin. Macht die ganze Zeit, total lustig. Ja, also eigentlich habe ich da drüben natürlich noch jede Menge Kram. Wie weit kann denn das Ding hier eigentlich basteln? Dirt. Matt. Ja, ich brauche Matt. Jede Menge. Ja. Einer mehr. Ich habe zu viel Zeug, was ich nicht brauche. Ja, das ist gut. Solution ist ja auch ein Dings, sehr schön. Din, 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 din. So, 7. Bauen wir da wieder 1, ja. Und ich baue da unten wieder rein. 7, zack. Und zack. Ein Kaninchen. Och, ist süß. Schnuggelig. Teleportationsdünger brauchen wir eventuell sogar noch. Verdammte Axt, ich kann mein Gehirn nicht mehr so richtig bewegen. Aber ich kann auch nichts umarbeiten. Scheinkleister. Ach so, das wollte ich machen. Genau, jetzt weiß ich wieder. Warte mal, bauen wir jetzt nämlich das hier ab. Haha, ich bin so klug. K-L-O-K. Wird auch nie zu doof, dieser Witz. Jetzt bauen wir nämlich einfach hier drin. Den ganzen Scheiß hier ab. Und bauen hier drin, weil wird er eher gemushroomt. Geschroomt. Jetzt habe ich das Kaninchen getötet. So. Das sieht zwar jetzt irgendwie doof aus, ist aber halt so. Und dann bauen wir hier schon mal eine Mushroom Door ein. Wo ist denn die eine? Da ist die eine. Zack. So. Hö. Hast du irgendwelche Mushroom-Dingsbums auf dem Rückweg wollte zu gucken, ne? Hast du gesagt. Ja, genau. This is nice because I need it. So,
So, ich baue nämlich jetzt hier schon mal die Wände voll. Mit Mushroom-Wänden. Mhm. Ist also eine Mushroom-Wende hier sozusagen. So, 600 Sandblöcke dürften mal vorerst reichen. So, ich stecke auch, dann mit den 8er da noch weg, den brauchen wir nicht. So, hupsa. Ja, es breitet sich gut aus. Das ist schön. Schön ist das hier so. Schön, pilzig. Pilzig. Finde ich voll pilzig. Brauche mehr. Mehr. So, 60 Stück, das sollte reichen. Ansonsten müssen Bäume weichen. Ha! Der war gut. Brauche mehr Wein. Skill. Oho. Also Tropen bin ich hier. Ah, Grass Seed, meinst du, ne? Genau. Nee, nicht Grass nicht, aber ich brauche halt Mushroom. Schroom. Mushroom Grass Seed. Ja, so eine Art. Eigentlich sogar ziemlich genau das. Mhm. So, das heißt, jetzt baue ich den noch ab. Das sieht sonst irgendwie scheiße aus, wenn hier Holz mit Pilzspuren in Verbundenheit dann her aussieht, geningst ist. Ja. Hoch jetzt da. So. Jetzt habe ich keine Pilze mehr, aber ich kann sie wieder umarbeiten. So, dann gehen wir mal hoch hier. Dann arbeiten wir den kurz nochmal um hier. Den Pilz wieder. Das ist lustig, ich kann das auch alles wieder zurückverwandeln mittlerweile. Aha. Jetzt hoffe ich, dass ich noch eine Tür aus diesen Zweien rauskriege. Eine Tür. Mist, ich brauche einen Pilz oder zwei mehr. Eieiei, die sind noch nicht weit genug gewachsen, sehe ich gerade. 6 Stück habe ich bisher farmen können. Pilze oder Samen? Samen. Das ist geil, das ist schon sehr, sehr gut. Ich brauche noch mehr Matt war das, ne? Was habe ich gesagt? Nee, Matt. Matt. Wo finde ich Matt? Mal, oh, Top-Hat. Weg damit. Wo finde ich Matt? Wahrscheinlich finde ich Matsch unten in der Dingsbums. Map, was sagt die Map? Gut. Mal ganz kurzes Päuschen.